Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Layers of Fear. Enrique Dicky und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind in der Hütte eines Künstlers und so wie das aussieht, wahrscheinlich ein sehr erfolgreicher Künstler. Nur irgendwas stimmt hier nicht. Wo ist seine Familie? Also Frau und Kind und weiß nicht, ich vermute mal, dass er irgendwie eine Tochter hat oder so. Schätze ich mal. Die Bilder sind schon geil. Okay. Das sieht geil aus. Okay. Okay, das sieht strange aus. Das sind schon ein paar interessante Bilder. Nee, warte mal. Ich will das hier so ein bisschen. Nee. Okay. Wer hängt sich denn hier solche Bilder ein? Okay, gut. Ehrlich gesagt, was ist das denn? Das sieht nicht gut aus. Bei so einem Haus ist es, glaube ich, egal, welche Bilder man da reinmacht. Das sieht irgendwie alles cool aus. Gibt es eigentlich irgendwie so ein Horrorgame, wo kein Klavier am Start ist? Also, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt in jedem Spiel. Was war das? Verdammt. Oh, cool. Klavier. Oh, geil. Was? Was? Mach wieder auf, ich will weiterspielen. Was ist das denn hier? Noten. Warum sind die so angekokelt? Eine Flasche. Aber es sieht echt schon irgendwie gemütlich aus. Ich würde mich gerne hier einfach mal hinsetzen. Bisschen chillen. Okay. Wo gehen wir denn jetzt hin? Da will ich nicht hin. Da kam das komische Geräusch her. okay, da will ich auch nicht hin. Hehe. Okay. Was haben wir denn hier? Hab die ganze Nacht gearbeitet. Weck mich nicht auf. Okay. Das ist vielleicht das Arbeitszimmer vom Künstler, vom Vater oder so. Scheiße, hab ich mich jetzt erschrocken, ey. Warum? Mach doch weiter, das war geil. Komm, mach nochmal. Nein, jetzt geht's nicht mehr. Ach, verdammt. Es war schön. War schön fetzig. Mach's mal wieder zu. Der Ordnung halber. Okay. Alter. Oh Mann, es sind nur Flaschen. Hallo, du Flasche. Kann man sich vor Flaschen erschrecken? Hallo? Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich echt bin mega schreckhaft. Also Horror-Games. Das ist echt Stress. Was haben wir denn hier Schönes? Das neue Gesicht der Musik. Eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Mag zwar noch kein bekannter Name sein, oder mag noch zwar kein bekannter Name sein, aber warten Sie es nur ab. Die unglaublich begabte Multi-Instrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung. Durch sie selbst die passioniertesten Zweifler überzeugen konnte. Es war einfach erstaunlich, solch Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, äußerte sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob. Es scheint, dass sogar Anthony Childs, einer der schärfsten Kritiker von sie endlich in einem anderen Licht sieht. Von Childs war man bisher eher geringschätzige Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel, es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus, schwieriges Wort,
und ein hübsches Gesicht. Nach der gestrigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereue, erhielten wir von Herrn Schalz einen Gesichtsausdruck, der lediglich als eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden konnte. Auf erneutes... Ich weiß es nicht. Weiter geht's nicht. Okay. Eine Sie? Ja, wer ist denn dann da aufgetreten? Die Frau von uns? Oder... Ich weiß es nicht. Klamotten. Noch mehr Klamotten. Ist das jetzt das Schlafzimmer oder... Was haben wir denn hier? Galactics große Eröffnung in Flammen. Verheerender Brand im neuen Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lang erwartete Eröffnung des neuen Galactic-Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, im flammenden Inferno zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden, jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactic, Ronald Sheffield, hat bisher jeglichen Kommentar zu dem tragischen Ereignis abgelehnt. Okay, ein Großbrand. Ja. Bin. Ja, mach doch mal. Okay, das Bett hat aber auch schon bessere Zeiten gesehen, finde ich. Hier kann ich nichts aufmachen. Ein Gehstock. Okay, das wird wahrscheinlich unserer sein, wenn wir schon eine Prothese haben. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Okay. Er hat wohl Probleme mit seinem Bein. Und überall Flaschen. Und der ganze Schrank voll Flaschen. Ey, ist ja unglaublich. Also der muss ein Alkoholproblem haben, der Kerl. Eindeutig. Ich jetzt hier lang? Ich weiß es nicht. Kann man die Dinger nie anmachen hier? Was sind das für Flecken? Das glaube ich gar nicht wissen. Gut, es ist zu. Frage beantwortet. Da kommst du nicht rein. Ich gehe erstmal hier lang. Was? Was war das? Was war denn das für ein Geräusch? Da ist zu, okay. Oh, das sieht mir nach einem Kinderzimmer aus und mich juckt's furchtbar an der Nase. Das verheißt nichts Gutes, da passiert meistens immer irgendwas. Schnief. Ist aber schön hier. Schön. Gefällt mir. Boah, das ist so krass mit den Schatten hier. Guckt euch das mal an. Krass. Puppen. Gibt's hier vielleicht Licht oder so? Lichtschalter? Nein? Nein. Lichtschalter, okay. Was ist das? Ein kleiner Holzsoldat. Okay. Hat es was zu bedeuten, dass vielleicht dieses Bein da unten auch angeritzt ist? Angebrochen? Ist es vielleicht irgendwie ein Symbol für uns? Wir sind der Soldat oder so? Ich weiß es nicht. Ach süß. Okay, ich glaube fast so nach den Sachen dazu urteilen könnte es... Okay, wir lassen das mal an. Könnte es vielleicht ein Mädchen sein? Eines Kind. Mädchen. Okay. Rechts vermute ich mal. Könnte die Mutter sein mit langen Haaren. Tochter in der Mitte und links der Vater vielleicht. Oh, das Bild kann ich drehen, okay.
Ist jetzt nur eine vage Vermutung. Weiß. Keine Ahnung. Okay, was? Plätzchen. Das ist schon echt schön. Ein kleines Schaukel. Schön. Ist da sonst noch irgendwas? Wieder irgendwas? Hier. Eat. Keine Ahnung. Okay. Mal hier nochmal. Oh, schön, was ist das denn? Oh. Okay, das ist sehr einschläfernd, aber es ist schön. Eine Rassel. Ich will rasseln. Schön. Hallo? Eine Errungenschaft freigeschalten. Wanderer. Was denn das für eine Errungenschaft? Okay. Ach ja, habe ich schon erwähnt, dass ich das Spiel von Steam habe. Wahrscheinlich nicht. Habe ich jetzt somit getan. Okay. Schöner Hund. Und an dieser Stelle möchte ich gerne mal noch die Bitchbatch grüßen. Die spielt das nämlich momentan auch. Naja, Sophia, die macht auch gerade ein Let's Play. Also ich gucke es mir jetzt gerade momentan bei ihr nicht an. Oder noch nicht, weil ich will mich selber nicht spoilern. Aber schaut doch mal bei ihrem Kanal vorbei. Ist echt toll. Kann ich euch nur empfehlen. Er hat noch echt andere gute Indie-Titel am Start, gerade was so Horror betrifft und so, und schon cool. Und ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Hallo! Ja! Und eigentlich bin ich auch eher auf durch sie drauf jetzt irgendwie gekommen, das jetzt dann auch mal zu spielen. Oh Gott, will ich hier rein? Ist ja kein Licht. Okay, das sieht strange. Aber das sieht so geil aus, da würde ich gerne mal. Da mache ich jetzt ein Screenie. Sieht echt geil aus. Okay, was haben wir denn hier? Ein Schlüssel! Ach schön! Okay, was haben wir denn hier? Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns. Was? Lass es uns zu etwas Besonderem machen. Hat das jetzt der Mann geschrieben oder? Ich weiß es nicht. Oh. Rotkäppchen und der böse Wolf. Okay, das kannst du drehen. Oder nein, ach, das ist eine Bildfolge. Oh Gott, oh. Okay. Ach du Scheiße. Ach nö, Leute. Oh nee, das ist ja brutal. Hä? Und da die Reihenfolge? Alter, nee. Wer hat denn das gemalt? Willst du mich verarschen hier? Nee, oder? Krass. Und der Typ? Kann man nicht lesen, aber auf jeden Fall sieht es echt krass aus. Da könnte man fast meinen, der beobachtet einen. Ja, geh weg. Schönes Feuer. Ach, warte mal. Es sind noch ein paar Schublädchen. Ach, guck mal, da ist ein. Nein, ist. Doch, da ist noch was. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich. Weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustrationen malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Er friert die Hölle zu, als dass ich das benutze, und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen.
Bitte komm mal wieder klar. Dein alter Kumpel, Liam Brickstone. Verlagshaus, geflüsterte Geschichte. Okay, alles klar, das erklärt jetzt diese Bilder. Ich glaube, der ist irgendwie, keine Ahnung, bisschen drauf gewesen und macht dann hier solche Horrorgeschichten. Ja, das ist ja krass. Was haben wir das hier noch? Hier ist noch einiges. Ah, da kann ich aber nichts nehmen. Okay. Wir haben auf jeden Fall... Warum liegt hier ein Hörer? Der liegt hier einfach mal rum. Okay. Wir haben auf jeden Fall mal einen Schlüssel. Oh Gott, ey, du kannst ja echt jedes Ding aufmachen und... Oh, was ist denn? True Story. Behind the picture of Dorian Gray. Was ist true or a lie? Kann ich leider auch read to find out. Nein, jetzt nicht. Keine Zeit, sonst müssten wir vielleicht ein Let's Read machen oder so. Könnte ich auch mal machen, hä? Ein Let's Read? Das wäre doch mal was. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Soll ich mal ein Let's Read machen? Oh, da ist ja nochmal so ein... Okay, da ist aber auch nichts. Okay, wir gehen mal wieder. Ja, ich habe einen Schlüssel. Ist jetzt der Schlüssel für unten oder oben? Ich probiere es mal hier, aber ich... Okay, das war ich. Ich dachte, da klopft was. Okay, das ist, glaube ich, ein anderer Schlüssel. Okay, unten. Nee, Quatsch. Hä? Geht's jetzt hier nochmal? Ach, hier. Okay. Einmal runter. Bilder sind so strange. Okay. Wird wahrscheinlich diese hier sein. Okay, das war's. Was? Läuft das hier in Echtzeit oder was? 12:45. Okay. Das könnte sein Arbeitszimmer sein. Warum geht die Tür zu? Ich hasse Spiele, wo die Tür von selber zugeht, ey. Warum? Warum tust du das? Spiegelbild, hallo. Ja. Hallo? Ich schon wieder an der Nase. Was ist denn da heute los? Mach doch das Ding auf. Okay, das ist ein... Keine Ahnung, Pinselkasten... Irgendwas. Okay. Bin ja doch ganz gute Zeichnungen. Da ist schon wieder das Baby. 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 Das verrückte Baby. Da. Wieso malt man sowas? Okay, das sieht aber auch irgendwie cool aus. Okay. Da hat jemand Modell gesessen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Kann nicht springen, aber das sieht geil aus. Okay, Kiste. Was ist das? Ein Pinselhaufen, die sind alle zerbrochen. Warum? Naja gut, wenn sie gebraucht sind, ist es schwierig, neue Pinsel. Naja. Wurscht. Schwamm drüber oder Pinsel drüber. Nee. Noch mehr Flaschen. Ey, der hat doch eindeutig ein Alkoholproblem, der Typ. Okay. Der muss ein Alkoholproblem haben, ey, eindeutig. Warum ist das? Warum? Irgendwie alles zu, okay. Nimm. Nichts drin. Drin. Hier. Zettelchen. Lost it. You. Serve. Finish it. Verloren es. Du verdienst. Du verdienst es. Beende es. Was beenden, bitte? Warte, ich bin noch nicht durch. Hallo? Warum kann ich hier...
Lage hier ist. Es ist ein bisschen schwierig. Okay. Sag mal hier. Oh, hier ist noch was, oder? Nein? Ein Abzeichen? Was ist denn das? Irgendein Orden? Okay. Kann jetzt aber auch nicht sehen, was für was das ist. Okay, was ist das jetzt hier? Achso, kann ich. Errungenschaft freigeschalten. Es hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Alter, der Schatten. Okay. Also auf den ersten Blick sieht es aus wie, naja, so eine Landschaft. Also irgendwie so mit Wiese. Ansatzweise irgendwie so Bäume oder so. Und hier ist irgendwie so ein Klecks. Okay. Gut. Und jetzt? Ahnung. Warum schlägt mir jetzt die Musik bitte um? Gefällt mir jetzt gar nicht. Und wieso? War das vorher schon so ein Gang? Ich bin mit. Da lass doch die Tür offen. Das sah doch vorher anders aus hier, oder nicht? Bin ich jetzt bekloppt? Alter, das war nur ein Blitz. Okay, gibt's hier. Leckt. Ein Lichtschalter oder irgendwas? Hier ist ein Lichtschalter. Ah, schön Licht. Hier ist noch ein. Warte mal. Okay, da unten ist keine mehr. Okay. Nein. Alter! Geh weg! Mal leck mich am Arsch! Wieso? Warum? Okay, das. Alter, geht einfach das Fenster zu? Spinn ich oder was? Kann ich das hier aufziehen? Welchen Sinn hat dieses Zimmer hier? Keine Ahnung. Es liegt dran. Bin ich jetzt bekloppt? Warum? Das sieht doch. Das ging doch gerade nicht um die Ecke. Scheiße, ich bin jetzt gerade ein bisschen angespannt. Oh, nur ein bisschen. Oh, was haben wir denn hier? Eine Frau, die Klavier spielt. Okay, Bild kann ich nicht drehen. Könnte es eine Frau sein? Oh, Errungenschaft freigeschalten. Fetzen von Liebe. Das ist seine Frau, eindeutig. Okay, Fetzen von. Sich im Kreis drehen. Dreh mich im Kreis. Dreh mich im Kreis. Okay. Ich gehe da mal wieder. Okay, das war nur der Wind. Oh, da pfeift aber ganz schön der Wind. Okay, alte Tuben. Hier ist nichts.
Noch was. Oh, was haben wir denn hier? Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, den 9. Juni in der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Merkt euch das Datum. Wird das noch wichtig sein? Ich weiß es nicht. Samstag, den 9. Juni. 14 Uhr. 9. Juni, 14 Uhr. Okay, mache ich mir. Merk mir das Datum. Das ist ein Geflüster jetzt. Samstag, der 9. Juni. Okay, wie kann ich denn jetzt... Ah. Der 9. Juni. Okay, der 9. Juni um 14 Uhr. Nein, das passt nicht. 14 Uhr. Auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht eine andere Reihenfolge, ich weiß es nicht. Oder 14 Uhr am 9. Juni. Nein. Okay, das ist auch nicht. Warte mal. Torglock. Aber das hatte ich auch gerade schon probiert, ne? 9. Der 9. Juni. 14 Uhr. Ne, das ist auch. Nein. Gut, es kann auch ein anderer Zahlencode sein. Ich habe keine Ahnung. Hatte ich, glaube ich, noch nicht reingeguckt. Aber hier sieht man nichts. Gibt's hier nicht auch Licht oder irgendwas? Licht! Nein, gibt's nicht. Oh, Kerzen. Schön. Huh! Alter, geh weg. Was? 4, 8, 5. 4, 8, 5? Was? Okay. Alter! Geh weg! 4, 8, 5. Dieses Geflüster, ey. Krass. 4, 8. Okay, das war's. Huch. Was? Zieh genau hin. Was ist das? The past holds back, look closer. Die Vergangenheit hält zurück. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Aha, der Verlobungsring oder? Ja. Was hat das jetzt für einen Sinn? Okay. Oder der Trauring war schon... War die Tür eben... Die Tür war doch eben gerade noch nicht da. Never forget. Warum? Ich will da nicht rein. Scheiße. Okay, das mache ich aber in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bin raus. Tschö mit Ö.